Die beiden Verkehrspolizisten Benjamin und Wolfgang sind heute bei einer groß angelegten Schwerpunktkontrolle im Dienst. Dabei achten sie besonders auf Umbauten an Fahrzeugen, die genehmigt werden müssen. Sie halten einen VW an, bei dem die Blinker vorne durchgehend leuchten und unterziehen Fahrzeug und Fahrer einer Kontrolle. Verbandspaket, Bahnendreieck und Warnweste haben Sie mit? Ja. Zeigen Sie es mir bitte. Passt. Ja. Die Weste ist vorne. Die Warnweste haben Sie vorne? Ja. Sehr gut. Passt, perfekt. Alkoholische Getränke haben Sie getrunken? Nein. Okay, der Kollege wird das überprüfen, gell, mit einem Alkoholvortest. Haben Sie das schon mal gemacht? Nein. Gut, ganz einfach. Sie packen das bitte mal aus. Ja. Einfach so. Auspacken, das Plastik, genau. So, das dicke Ende kommt hier rein. Fest reindrücken. Na, nehmen Sie das in die Hand. Reindrücken. So. Genau. Na, andere Seite. Andere Seite. Ganz ruhig, fest reindrücken. Warte mal. So. Ganz gemütlich reinpusten, bis ich Stopp sage. Ja? Ja. Ganz gemütlich. Na, in einem. Ohne Pause. Ja? In ohne einem. Pause. Ohne Pause. Okay. Ja? Ich sag Stopp. Ja? So, einen Moment. So, geht. Na, zu kurz. Ja? Ich sag Stopp. Ja? Bis dahin müssen Sie schaffen. Okay, ja, ja. Okay. Aber Sie brauchen nicht fest. Ganz gemütlich. Okay. Okay, ja. Okay? So, warten Sie. So, geht schon. Weiter, weiter, weiter. Weiter, weiter. Na, Sie haben am Schluss immer so kurze Pause, gell? Okay. Tun Sie mal kurz durchatmen, okay? Okay. Braucht man da viel Luftvolumen, dass sich das ausgeht? Grundsätzlich ist das so ausgelegt, dass das jede Person schafft, jetzt ob alt oder jung. Ja. Auch wenn man vielleicht verkühlt ist oder wie auch immer, ist das grundsätzlich schaffbar. Manche machen das vielleicht unbewusst, dass sie kurz eine Atempause einlegen. Aber das ist ja kein Problem, gesagt. Nehmen wir Zeit, wir probieren das ein paar Mal. Und im Normalfall klappt das eigentlich immer, gell? Ja, ja. So. Perfekt. So, einmal abnehmen bitte. Abnehmen bitte. Perfekt. 0,0. Warum sind Sie aufgehalten worden? Keine Ahnung, wer es ist. Ich komme jetzt vor dem Fitnessstudio. Fitnessstudio. Das erste Mal aufgehalten worden. Ist nichts Schlimmes. Ist das Ihr Fahrzeug? Schauen Sie mal. Das war der Grund der Anhaltung, gell? Die Blinker, aha, die dürfen nicht ununterbrochen durchleuchten. Achso, okay. Ich muss ja. Haben Sie das? Haben Sie das nachträglich gemacht? Oder so gekauft? Bitte? Haben Sie das selber so gemacht? In der Werkstatt? Haben Sie das machen lassen? Ja. Wolfgang, was hat er falsch gemacht? Was ist in dem Fall geht es darum, wir haben das Fahrzeug angehalten, weil der eben sogenannte OS-Blinker hat. Das heißt, da wurde die Software vom Fahrzeug so manipuliert, dass die Blinker dauerhaft Licht nach vorne ausstrahlen. Okay. Und dauerhaft ausgestrahltes Licht in der Farbe Gelb ist eben in Österreich verboten. Ne? Für das gibt es Standlichter, man sieht das ganz gut. Sind Sie so nett, drehen Sie bitte einmal noch auf. Man sieht dann, das Fahrzeug verfügt hier über das Standlicht. Gleichzeitig blinken aber die Blinker dauerhaft mit. Somit, das heißt, die haben sich mit dem Laptop hingesetzt, haben sich ins Fahrzeug reingehackt, blöd gesagt, und haben das so manipuliert, dass eben die Blinker auch dauerhaft leuchten. Ne? Das ist in Österreich nicht erlaubt. Wissen Sie, um was es geht daher? Ja. Es geht um die Blinker, gell? Aha. Sie haben hier ein Standlicht. Aha. Das leuchtet mit dem Begrenzungslicht immer. Aha. Aber Ihre Blinker leuchten zusätzlich. Ach so. Gell? Das ist nicht erlaubt. Müssen Sie in die Werkstatt fahren? Aha. Aha. Und die sollen sich das anschauen, gell? Die können das mit dem Laptop ganz leicht wieder umprogrammieren, gell? Ja. So. Warum macht man sowas? Schaut das besser aus, oder? Ja, es ist halt eben den amerikanischen Fahrzeugen nachempfunden. Aber in Amerika ist es zum Beispiel so, deshalb heißt es auch US-Standblinker, dass die eben so fahren dürfen. Ne? Ich meine, es gibt viele Junge, die wollen das, die machen das absichtlich. Bei dem Herrn weiß ich nicht, warum er das hat oder ob er es überhaupt weiß. Fakt ist, es ist halt nicht erlaubt bei uns. Gell? Haben Sie das erste Mal gehört, dass das falsch ist? Oder ja, haben Sie ja, das gewusst? Ja, das erste Mal gehört, ja, ja. Haben Sie schon so gekauft, das Fahrzeug? Ich habe vor 4 Jahren das Fahrzeug gekauft, ja. Und mit dem Fahrzeug geht nicht so viel aus. Nicht selbst umprogrammiert? Nein, kann nicht, kann das nicht. Ja. Ansonsten gibt es keine Beanstandungen bezüglich der Blinker. Gell? Fahren Sie zur Werkstatt, okay, ja, und lassen Sie das reparieren. Gell? Okay, ja. Gut, schönen Abend. Gell? Wiedersehen. Ich glaube ihm, dass er das so gekauft hat, das Fahrzeug. Er schaut mir nicht aus wie einer von der Tuning-Szene. Somit, der fährt zur Werkstatt,
Das dauert 10 Minuten, dann lass das rausprogrammieren und dann passt das wieder. Gell? Der Fahrer wurde verwarnt und darf ohne Strafe weiterfahren. Im Zuge einer Schwerpunktaktion beamthandelt die Wiener Verkehrspolizei einen Mann, der unweit von der Kontrollposition einen Unfall mit seinem Pkw hatte. Er wurde von Beamten aus dem Gefahrenbereich zum Planquadrat gebracht, um nun den genauen Grad der Alkoholisierung festzustellen. Der Alkoholvortest hat jetzt einen Vortestwert von 0,84 Milligramm ergeben. Das mal 2 multipliziert würde jetzt ein Wert von 1,68 Promille ergeben. Wie gesagt, das ist ein Vortest. Jetzt wird ein geeichter Alkomat-Test durchgeführt. Dann wird man mehr sagen können. Laut Zeuge war es so, dass er gegen die Leitplanke gefahren ist und dadurch sein Auto beschädigt hat. So, dass es auch nicht mehr fahrfähig ist. Das heißt, es muss von der Autobahn von der Feuerwehr abgeschleppt werden. Von der Autobahn. Mehr kann er dazu noch nicht genau angeben. Also er kommt von einer Feier, das soweit wissen wir mal Bescheid. Aber wie viel sagt er, dass er getrunken hat? 2 Bier hat er getrunken und eine Stellziege gegessen, also mal schauen. Jetzt warten wir noch ab, die 15 Minuten, und dann werden wir sehen, was der Test sagt. Wie geht's Ihnen? Geht's gut. Gut. Nichts passiert beim Verkehrsunfall? Nein. Wie viel haben Sie getrunken? Genau, 2 Kriegeln, 1 Stölzen und dann Oktoberfest gehabt haben. Wie ist der Unfall passiert? Wissen Sie das? Nein. Auf einmal sind Sie in der Leitplanke gewesen, oder? Ja. Kann sein, dass ich mich verschätze. Aber. Wie glaubst du, dass die 2 Bier das so ausgemacht haben? Oh ja. Kann ich dir ganz einfach erklären. Weil wir haben die Vorgabe, dass wir nichts trinken dürfen. Auch in der aber im Privat unterwegs sind. Und ist ganz einfach so. Nehmen Sie Medikamente? Nein. Wie groß sind Sie ungefähr? Das sind. Das sind. Gewicht? 60 Kilo. Zwischen 60 und 65 Kilo. Wann haben Sie das letzte Mal geschlafen? Ja, nachdem ich bis zum Anfang bin, ich bin 3,9 auf Not, also bis man 3,9 auf Not, bin ich schlafen bei mir. 3,9? Ja. Seid ihr Arbeit, oder? Ja. Habt ihr mit was gefunden? Wann aufgestanden sind Sie? Heute in der Früh. Ich sehe dann aber was. Ja, bis gestern habe ich Dienst. Was haben Sie gegessen? Stolz haben Sie gesagt? Ja, stolz. Wann haben Sie das letzte Bier getrunken? Kurz vor Fortantritt? Oder war das? Ich schätze mal, 20 Minuten früher. Wann sind Sie losgefahren? Jetzt ist es kurz vor 9. Vor einer halben Stunde. Sind Sie den Führerschein schon mal angenommen worden? Ja. Hey. Ach ja. Und Sie haben aber trotzdem einen T-Schein? Ja. Okay. Schon länger her? Das ist schon länger her. Das war genau 4 Wochen, weil da war alle der Fahrer von mir drauf. Und der hat dann aufgewachsen. Das waren damals 2 Kegeln, 2 Seile und eine Cola-Parkade. Das Problem an der Sache war. Das ist auch nicht wenig. Nein, die normalen Polizisten hätten mit Renner außen, nur die haben einen Meter Hengst dabei. Also, da haben wir aufsalatiert und mir 4 Wochen der Schein gefällt, das gebe ich zu. Das ist noch ein bisschen länger. Was ist denn ungefähr ein bisschen länger? Ein Jahr? 15? Nein, okay. Das war 10 Jahre her. Aber beim Motorfest sagt keiner Mineralwasser, sagen wir es so. Ja. Also, das ist ja nicht verboten. Trinken können Sie so viel Sohn. Aber heimfahren ist dann schlecht. Bei einer Großkontrolle halten die Revierinspektoren Thomas und Manuel einen VW an, an dem einige sichtbare Umbauten durchgeführt wurden. Außerdem besteht der Verdacht, dass die Abgasanlage manipuliert wurde. Sie sehen sich den Wagen genau an. Handbremse geht, oder? Bitte? Handbremse geht? Oh ja. Der erste Verdacht dürfte ich meinen, dass er sie bestätigt hat, dass hier eventuell eine Manipulation eben an der Abgasanlage vorliegt, abgesehen von den ganzen diversen anderen Umbauten, da müssen wir schauen, ob was eingetragen ist. Aber das ist halt genau das, der Klassiker, auf was wir momentan genau schauen. Aber es geht eigentlich komplett dreckig alles, ja? Ja, Partikelfilter. Gehabt in Garage. Wir wollten hier bei Tankstelle, waschen immer die Autos. Aber wir wollen die waschen, die Autos. Starker Rauch und so andere Auspuff und so. Ne? Aber sehen Sie, das ist nicht normal, ne?
lauter Ton. Was lauter Ton? Laute Auspuffware. Mhm. Und er hat gemacht leise Auspuff. Ja. Und das ist leiser Auspuff jetzt, oder? So hat er gemessen mit den Dings. Er ist Mechaniker, ich kann nichts davor. Ach so, da hat er einen anderen Auspuff gehabt, oder was? Ja, einen anderen Auspuff gehabt und er hat geändert diesen Auspuff und hat gelassen, so normal. Man hat Tuning-Auspuff gehabt. Ach so, okay. Ja, aber das ist ja auch Tuning-Auspuff jetzt, ne? Ja, eh, aber steht in Papier alles drin. Ach so, Papier ist aber nicht da, oder? Sie kann holen, 5 Minuten. Ja, dauert ja. Nichts. Würden wir brauchen, ja. Ist kein Problem, für alles, für Spoiler, für Auspuff, für alles. Haben wir Papier. Mhm. Manuel, was haben Sie alles festgestellt bei dem Fahrzeug? Ja, es sind halt ein paar Umbauten. Muss halt noch geschaut werden, ob was eingedrungen ist. Der Herr hat gesagt, das gehört nicht ihm, das gehört, glaube ich, den Sohn von seiner Frau oder Freundin. Und jetzt besorgen sie halt noch, oder jetzt kommt er daher und bringt quasi das, oder den Nachweis, dass die Sachen eingedrungen sind. Schauen wir sich das an und ja. Das ist normale Passat, das ist das erste in Wien. Der erste Passat in Wien? In ganz Wien ist die erste, was ist so Tuning gemacht. Was habt ihr alles gemacht beim Auto? Stoppstange, Felge, tiefgelegt, DVD, Sitzheizung, komplett drinnen ist anderes, draußen ist anderes, wie normale Passat. Alles genehmigt? Alles. Ja, ist auch komplett russig, das Kennzeichen, ja, ja. Der Wahnsinn, ne? Man sieht es halt, also das ist zum Beispiel auch ein Indikator, das ist, darf auch nicht sein, da sowieso, aber in der Regel ist es immer das Kennzeichen, also das ist komplett schwarz. Das heißt, dass da der Partikelfilter nicht in Ordnung ist? In diesen Modellen, die einen eingebaut haben müssen, laut Werk, aber wenn das manipuliert ist, dann wird das dann natürlich so schwarz und das ist natürlich für die Umwelt ein Wahnsinn. Was bedeutet das jetzt im schlimmsten Fall für den Lenker? Ja, also wir nehmen jetzt die Kennzeichen ab, wegen Gefahrenverzug. Es ist halt das Problem, man sieht es noch eher am Kennzeichen auch. Also das Fahrzeug hat einen Partikelfilter, Druckdifferenzsensor ist alles drauf. Aber entweder ist er manipuliert, durchbohrt oder eben gebrochen. Das sehen wir jetzt nicht, man müsste es eben zerlegen. Ja, und hinten das ganze Auto ist echt russig, also das sollte halt sauber sein, ja. Und man sieht es auch noch am Vergleich vom Kennzeichen, das ist wirklich stark russig. Also ich sage jetzt mal die Duplex-Anlage, die was drauf ist, die ist ja nicht original, aber trotzdem, der Partikelfilter sollte den ganzen Ruß aufhalten und das macht eben nicht. Also besteht für euch der Verdacht, dass das manipuliert ist? Entweder es manipuliert eine hohe Kilometerleistung, über 200.000 Kilometer und die Pflege rundherum ist natürlich auch nicht gegeben. Da ist Gefahr im Verzug, oder? Absolut, ja. Absolut, weil es natürlich die Umwelt extrem belastet ist. Wir haben eine Schadstoffbelastung, die natürlich massiv erhöht ist. Das war niemals so vorgesehen und das ist halt auch maßgeblich dafür für verschiedene Krankheiten halt auch verantwortlich. Und wie gesagt, da wird jetzt mehr drauf geschaut. Was heißt das jetzt im Detail für uns jetzt an Ort und Stelle? Kennzeichen und Zulassungsscheinabnahme, wie wir das sehen. Und in weiterer Folge wird das dann der Strafreferent bearbeiten. Und hier ist es halt so, bei kraftfahrrechtlichen Umbauten und dergleichen haben wir einen Strafrahmen in diesem Fall bis zu 5.000 Euro. Das ist dann immer ein bitterer Moment für die Zulassungsbesitzer. Aber für uns ist es auch nicht immer angenehm. Haben Sie es schon mal erlebt, dass die Polizisten das so genau untersuchen? Ja, haben bei Kallenberg gemacht, nur einmal. Aber wenn wir haben gehabt Papier mit IMA, dann haben wir kein Problem gehabt. Aber schauen wir mal jetzt, wann bringt es die Papier. Vom Tuning auf der Straße zum professionellen Tunen für die Rennstrecke. Rennfahrer Franz Kunschitz geht seit dem Jahr 2014 im europäischen Driftsport auf Punktejagd. Hier sind Boliden im Wert von bis zu 100.000 Euro unterwegs, um Preisgelder von nur etwa 5.000 Euro zu gewinnen. Driftsport in Österreich ist ein attraktiver Motorsport für die Zuschauer einfach, weil oft einmal, wenn ich mir andere Rennserien anschaue, wo die Tickets wirklich 700 Euro kosten, also vielleicht einmal durch die Boxengasse, irgendwo einen Blick erhasche von einem Frontflügel oder irgendwas, das war's dann schon, kannst halt beim Driftsport halt wirklich mitten dabei sein. Gell? Also auch als Zuschauer ist das total attraktiv, dass einfach, sage ich einmal, Autos dort modifiziert mit über 1000 PS vorbei driften, Tür an Tür. Also ich glaube eigentlich in dem Sinne mehr Adrenalin, mehr geht einfach nicht. Also das ist eigentlich, kann man sagen, da die modernen Gladiatoren, so wie es halt früher war. Guten Morgen. Servus. Morgen. Das ist ja Wahnsinn, die Hinterachse ist schon heraus. Ne? Ja, schnell gegangen. Super, ja. Jetzt legen wir mal, bauen die Achsteile ab.
Und wenn du Gas gibst mit dem neuen Fahrschemel und mit dem Differential, hängen wir das Ganze mal rein und testen. Also dann geben wir Gas. Ein Differential hat die Aufgabe, wenn ich jetzt eine Kurve fahre, dann ist das innere Rad, muss ja weniger Umdrehungen zurücklegen als das äußere. Und das Differential gleicht diesen Unterschied einfach aus. Im Straßenverkehr will ich das natürlich, ich will wenig Verschleiß auf der Hinterachse haben, auf den Reifen. Im Driftsport möchte ich natürlich das nicht haben, das heißt, ich brauche 100%ige Sperre, dann schweiße ich das zusammen und dann drehen sich das linke und das rechte Rad immer gleich schnell und das wollen wir im Endeffekt erreichen. Der gebürtige Kärntner wuchs schon in der Werkstatt seines Vaters zwischen Rennautos auf. Bereits mit 8 Jahren gewann er den österreichischen Kartmeistertitel und mit 18 wurde er Champion der deutschen Formel König. Mechaniker ist Franz nicht hauptberuflich. Das wichtigste Know-how hat er in der HTL für Kraftfahrzeugbautechnik mitbekommen. Alles Weitere hat er sich mit viel Interesse selbst angeeignet. Wir können hinten mehr hoch wie vorne. Ja, geht sich nicht aus. Geht sich nicht an? Wie hat das denn schon drin? Ja, es steht am Bolzen schon gut drauf, ja. Ich weiß nicht, ist bei dir. Links bin ich noch gar nicht drauf am Bolzen. Überhaupt noch nicht, wir sind schief dafür. Es wird laufend an dem Nissan gebastelt, um ihn noch schneller und widerstandsfähiger zu machen. Das kann schon einiges kosten. Um einfach zum Spaß mitzufahren, würde aber eine Investition von 2000 Euro ausreichen. Passende Sicherheitsaspekte hat die Kreativität keine Grenzen. Es hat ein bisschen geeckt und mit einem großen Hammer hat man nachgeholfen und jetzt ist es draufgerutscht. Jetzt werden wir das mit den Schrauben noch zur Karosserie hinziehen. Im Endeffekt und dann soll es eigentlich passen. Letztes Jahr einmal habe ich die Leitplanke geküsst, das war halt leider Gottes, sage ich mal, mir ist da im Blindflug quasi ein Kabelschuh runtergegangen, da war meine Zündung aus und ohne Vortrieb, dann bist du eigentlich nur mehr Passagier in einem Auto und bin dann auf diese Leitplanke zugeflogen, eigentlich mit der Front zuerst und habe dann schon zusammengerechnet, während dem Abflug quasi, ui, vorne wird es aber teuer, gell? Also Motor, alles Mögliche und habe dann versucht, noch mit der Handbremse zu korrigieren und bin dann mit dem Heck eben eingeschlagen. Viel günstiger. Der Alkolenker muss nun gemeinsam mit dem Beamten 15 Minuten abwarten, damit die Messung der Atemluft durch den geeichten Alkomaten verwertbar ist. Denn die Beamten müssen sicherstellen, dass eine Viertelstunde seit dem letzten Alkoholkonsum des Mannes vergangen ist. Währenddessen bringt die Feuerwehr das Unfallauto. Gut, das bringt jetzt nichts, weil das rund um diskutieren. Ja. Das machen wir jetzt und dann schauen wir, was da auskommt. Wenn Sie sagen, Sie haben 2 Bier getrunken, werden wir das dann zu Ende sein. Ja? Ja. Okay? Das waren genau 2 Kriege. Okay, passt. Ja. Wenn wir zu Ende stehen, wir werden es dann eh sehen. Ja. Was auch noch. Das ist kein Problem. Was? Noch keine Kirche. Wenn es geht, dass ich mit der Funke gehe. Das ist ja gut so. Abgesehen dass vom kaputten Auto, also ab 0,8 Promille droht der Führerscheinentzug. Umso höher natürlich das Alkoholausmaß, also der Grad der Alkoholisierung, umso höher ist natürlich auch dann die Strafe. Damit verbunden natürlich auch die Entzugsdauer. Aber da will ich dem Verkehrsamt Wien nicht vorgreifen, weil ich nicht weiß, hat es in der Vergangenheit schon mal einschlägige Vormerkungen gegeben. Wie gesagt, da kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nichts zu sagen. Das heißt, sollte er vorher schon ein paar Mal alkoholisiert worden sein, da erhöht sich die Strafe und die Dauer des Entzugs. Genau so ist es, genau so ist es. Und was gegessen heute? So grüß dich. Jo, Kollege Otterstück. Ich bin nur ein Mensch. Ganz ehrlich. Also, weißt du, ich habe nichts anderes gesagt, oder? Jo. Zu dem muss ich stehen. Zu dem muss ich hoch stehen. Oh Gott. Das lustig finden, wenn wir wieder das Lachen schon auf der Kamera. Weiß ich, aber wir können da bald. Weiter. Der folgende Wert zeigt die Milligramm Alkohol pro Liter Atemluft an und muss mal 2 gerechnet werden. 1,58 Promille. Also 1,58 Promille. Geht sich das aus mit 2 Krügen? Eher nicht, würde ich sagen. Der Alkomat spricht was anderes. Können Sie sich erklären, dass so viel rauskommt bei 2 Krügen? Ja. Das ist das, was ich von der Hupe hier, also von der Arbeit hier, und da oben ist drin die Bärf. Ja. Und wie kommt dieser Wert zustande, glaubst du? Weil ich nichts trinke.
Der Fahrer möchte sich selbst vom Schaden an seinem Auto überzeugen. Er sagte der Polizei, er habe nicht gemerkt, dass er eine Leitplanke touchiert habe. Danach ist er noch weitergefahren, bis das Auto gestreikt hat. Okay. Jo. Das ist Ihnen nicht aufgefallen? Nein. Was? Tja, ich kann das eine Geschichte reintragen. Das bringt mir aber nichts. Sie sind nicht aufgefallen, dass da reingefahren sind. Wissen Sie, was passiert ist? Nachdem die Polizei erklärt hat, war Leitplanke verreißen. Ich hab's nicht gehört. Das ist, liegt aufgrund dessen vom Radio her. Jetzt lauter Radio. Ja. Die Folgen, die unmittelbaren sind, dass ihm jetzt die Lenkberechtigung entzogen wird. Es ist die Weiterfahrt, wird ihm untersagt. Und natürlich wird ein Verwaltungsstrafverfahren eingeleitet. Also in weiterer Folge wird Anzeige gelegt an das örtlich zuständige Polizeikommissariat. Dann wird er eine Aufforderung zur Rechtfertigung bekommen. Und eben aufgrund der Beweisführung wird es dann zu einem Straferkenntnis kommen. Und das Verkehrsamt Wien wird in weiterer Folge die Dauer des Führerscheinentzugs eben festlegen.